Die Lagerhalle eines Sägewerks in Polling ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Ein einziges Flammenmeer fanden die Feuerwehren aus Polling und den umliegenden Orten vor, als sie am späten Donnerstagabend zu dem Sägewerk ausrückten. Die Holzlagerhalle stand komplett in Flammen. Die Löschtrupps schafften es aber, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und die umliegenden Gebäude vor Schaden zu bewahren. Die Ermittler müssen nun herausfinden, wie es zu dem Feuer kam. Brandstiftung ist zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen. Verdächtig ist zumindest, dass bereits am Morgen nach dem Brand ganz in der Nähe schon wieder ein Gebäude in Flammen stand, diesmal der Anbau eines Wohnhauses. Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand. Bei dem Brand am Sägewerk ist ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Besonders bitter, wie Rosenheim24 berichtet, hat das Sägewerk bereits im Juli 2014 gebrannt. Damals entstand ein Schaden von 80.000 Euro.